Ja, und jetzt kommen wir nach dem Videoeinspieler natürlich zu unserem Norbert Schneider. Schön, dass du da bist. Du hast Hallo. Ja einen wahnsinnigen langen Weg hinter dir. Ja, ja, so weit ist es auch wieder nicht. Also, naja, Wien, das ist schon ein Stückchen. Ja, der Flug ist so, dauert so 1 Stunde 10 Minuten und war ein angenehmer Flug und bin froh hier zu sein, zum ersten Mal in Hamburg. Ja, so soll es sein. Ich habe ja gehört, du willst später noch eine Sightseeing-Tour machen durch die Stadt. Ich hoffe, es geht sich aus, ja, würde ich sehr gerne. Natürlich, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Du bist in Österreich ein richtig großer, gefeierter Star schon. Was ist denn dein Geheimnis in Österreich? Das hat sich eigentlich durch den Radiosender Ö3 ergeben. Also ich habe dort den Ö3 Soundcheck gewonnen vor 2 Jahren und das war schon eine tolle Sache. Also ich mache das jetzt seit 12 Jahren hauptberuflich und auf einmal bin ich da wirklich im Mainstream gelandet. Davor war ich mit meiner Bluesband auch viel gespielt, auch in ganz Europa, in Deutschland, in der Schweiz vor allem sehr viel. Aber ich war halt nicht einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und das hat sich dann über Nacht sozusagen geändert. Über Nacht zum Star. Ja, und jetzt willst du Deutschland erobern. Mhm. Erzähl, wie stellst du das an? Ja, also wir beginnen jetzt mal. Ich war vor 2 Wochen jetzt in Bremen, habe dort die ersten Termine gehabt und in Mainz war ich bei Radiostationen und habe schon einiges hinter mir und bin gespannt, wie es jetzt so anläuft in Deutschland. Ja, du hast ja komplett den Blues im Blut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie bist du damals zur Musik gekommen? Hatte deine Familie schon den Blues im Blut oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich komme aus einer musikalischen Familie. Meine Eltern haben keine Instrumente erlernen können, weil es aus finanziellen Gründen nicht möglich war. Und die haben es all ihren Kindern ermöglicht und so habe ich als Kind mit Geige begonnen, klassische Violine zu lernen. Und so bis 13. Das wurde dann natürlich von einem Moment am anderen schrecklich uncool, mit dem Geigenkoffer durch die Stadt zu laufen. Und habe dann zur Gitarre gewechselt. Ich habe so die ersten Songs selbst geschrieben und habe ein Harmonieinstrument gesucht und habe mich dann für die Gitarre entschieden. Und meine Schwester hat mir die ersten Schritte beigebracht auf der Gitarre. Und dann war eigentlich ein Konzert von B.B. King ausschlaggebend. Das hat mich also wirklich umgehauen, so als 14-, 15-Jähriger. Und ich habe immer gedacht, genau sowas will ich auch unbedingt machen. Und haben wir dann in Wien, da hat es damals also ein Szenelokal des Papas Tapas gegeben und bin da wirklich über Jahre jeden Montag dorthin gepilgert und habe mir dort halt meine Skills erlernt von den Leuten, die das schon länger spielen, die Musikrichtung in Österreich. Und ja, jetzt bin ich hier. Du hast es gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen. Du schreibst deine Texte ja selbst, ne? Hm. Wer oder was inspiriert dich? Alles möglich. Also es ist ganz schwer, da jetzt wirklich was rauszupicken. Also ich mache sehr gern Sport. Ich schwimme sehr gern und laufe gern. Da kommen mir viele Ideen zum Beispiel. Jetzt am neuen Album ist zum Beispiel ein Song über einen Blinden drauf. Ich habe diesen Dialog im Dunkeln besucht. Kennst du das? Mhm. Ist ganz toll, wirklich. Also, Dialog im Dunkeln? Ist das so dunkel essen, oder? Nee. Nicht das Essen, sondern du wirst durch einen Parcours irgendwie durchgeführt und ein blinder Guide leitet dich da durch. Ich kenne das nur beim Essen. Kennst du das mit dem Essen? Ja, das gibt es auch. Das Dialog im Dunkeln gibt es auch. Da ertastest du Sachen, du musst so irgendwie auf ein Boot steigst du da und verschiedenste Sachen. Und ich habe dann so einen fiktiven Charakter entwickelt, diesen Guide, und habe mir so vorgestellt, was der so treibt in seiner Freizeit und habe dann einen Song drüber geschrieben oder den Song, den ich heute anspielen möchte, I Meet You in My Dreams, den habe ich für meine Oma geschrieben. Da ist mir im Traum auch gekommen, der Song, und ich habe den nur mehr aufgeschrieben dann nach dem Aufwachen. Das ist die Oma total stolz bestimmt, oder? Nein, sie ist leider gestorben. Also es ist, ich habe so ein bisschen die Trauer halt verarbeitet durch den Song. Und also ganz verschieden. Die Inspiration kommt eigentlich von überall her. Wer ist Norbert Schneider? Was steckt hinter der Person Norbert Schneider? Also beschreib dich doch einfach mal in 5 Wörtern. Also in 5 Wörtern ist es... Ja komm, dann mach 10. Weil du es bist. Ja, danke. Also ich nehme meine Musik schon wirklich sehr ernst. Es ist mein ganzes Leben dreht sich eigentlich darum. Ich hab der Musik wirklich mein Leben gewidmet sozusagen. Und bin mit Bluesmusik groß geworden. Das war meine erste Leidenschaft musikalisch. Und bin aber ein Kind der 80er Jahre und verbinde das sozusagen mit meinen Erlebnissen, meinen musikalischen, die ich so als Kind gesammelt habe und auch jetzt noch. Und glaube dadurch schon was sehr Eigenes zu schaffen. Und ja, das Wichtigste ist der Spaß daran und der ist auf jeden Fall noch erhalten nach den 12 Jahren. Norbert, nehmen wir doch mal eine positive und eine negative Eigenschaft von dir.
Also negative fällt mir wirklich sehr schwer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hätte ich dir jetzt auch sagen können. Nein, ich bin Skorpion. Ah, ich auch. Schön. Und, ah ja, ja. Und bin da vielleicht manchmal ein bisschen so herrschsüchtig. Ja, ja, genau, herrschsüchtig. Das vielleicht und ein bisschen jähzornig ab und zu. Du bist jähzornig? Ja, das sind jetzt schon zwei. Also mehr fällt mir dann wirklich nicht. Ja, und deine Stärken, okay. Darfst auch drei sagen. Also ich glaube, ich bin ein ziemlich gutmütiger Kerl eigentlich. Bis zu einem gewissen Punkt. Ich bin verlässlich und sehr zielstrebig. Also ich habe mir das mit der Musik zum Beispiel vorgenommen und habe all die schlechten Erfahrungen oder die Jahre, wo es finanziell nicht so gut ausschaut, hat das wirklich durchgebissen und habe da nie ein Problem damit gehabt. Norbert, wenn es finanziell jetzt nicht so gut läuft, ne, dann muss man ja dann auch nochmal arbeiten gehen. Das versteht sich ja von selbst. Was hast du in der Zeit gemacht, als es dir finanziell nicht so gut ging? Also ich habe so wirklich ein Gelegenheitsjob. Ich war einmal am Flughafen, habe Gepäck irgendwie so, also Flugzeuge B und entladen. Dann habe ich Flugzettel ausgeteilt, also wirklich ganz verschiedene Sachen. Bei meiner Mutter im Lokal war ich war der schlechteste Kellner der Welt. Richtig mies. Mit langen Haaren, die man in die Suppe reinkam. Oh Gott. Ja, so Jobs. Norbert, was ist denn bei deinem aktuellen Album anders als bei den 6 davor? Ne, ich trete hier zum ersten Mal als eigener Produzent in Erscheinung. Mhm. Ich habe das wirklich alles selbst arrangiert, die Songs selbst produziert, in meinem eigenen Wohnzimmer aufgenommen, mir die besten Musiker gesucht, die ich finden konnte und habe da wirklich autonom an dem Teil gearbeitet. Das war davor noch nicht so. Mhm. Du hast ja mittlerweile 4 Preise gewonnen und es kam jetzt noch ein 5. dazu. Erzähl doch mal ganz kurz. Ja, das war die European Blues Challenge in Berlin. Wow. Und da habe ich vor, ich glaube, es ist jetzt 3 Wochen her, den 2. Platz. Also der zweitbeste europäische Bluesmusiker. Wow. Na, was soll man denn dazu noch sagen?